zusammen. Ja, heute kommt mal wieder ein Video von mir nach etwas längerer Zeit. Wer mir auf Facebook folgt, der hat das so ein bisschen mitgekriegt, warum. Auf jeden Fall ist die Brand Loose Box da. Und Heiko ist auch da. Ich habe auf seinen Einsatz gewartet. So, die packen wir mal aus. Da steht auf jeden Fall schon mal die Box für Aufgeweckte. Kannst du noch nicht viel sehen. Ach doch, du siehst... Was habe ich denn jetzt am Mund von dem Stroh? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, das wird man eben... Freundchen. Ellie ist auch da. Ellie ist auch da, ja. Okay, dann fangen wir mal mit den Broschüren an. Hier ist wieder der Tannenbaum. Das lag ja auch schon in der Backbox, ne? Dann ist wieder das Nudes-Magazin dabei, diesmal aber nur einfach. Beim letzten Mal war es ja zweimal extra dabei zum Weitergeben. Und das war eigentlich ganz interessant, ne? Mhm. Auch die Rezepte und so. Fand ich ganz cool. Hier ist das, die Box für Aufgeweckte. Und dann fangen wir mal mit dem ersten an. Das sind Kesselchips in Sweet Chili und Red Pepper. Heiko sagt schon, ja. Erst hat er sich gefreut, als er hier irgendwie funny... Frisch und Kesselchips, aber Sweet Chili und Red Pepper ist, ich hätte auch, glaube ich, lieber Paprika gehabt. Ja, das ist dann eher meine Mutter, aber ich glaube, die wollte doch wieder mit ihrer Diät anfangen, ne? Oder hatte sie gesagt nach Weihnachten? Ich glaube nach Weihnachten, weil vor Weihnachten lohnt sich nicht mehr. Wäre sinnlos jetzt, ne? Oder sinnfrei. Ist das nicht das Gleiche? Ja. Also, Kesselchips, gelauncht Mai 2012. Achso, das ist der Tipp. Okay, 1,99. Ja, wie gesagt, also wir wären dann eher für die... Was guckst du so? Da gibt es ja verschiedene Sorten. Für eine andere Sorte von denen. Ja, eine andere Sorte. Ne? Obwohl, vielleicht sind sie nicht so scharf. Ja, machen wir mal auf. Sehen aber scharf aus. Ja. So, dann... Für Vegetarier geeignet. Für den süßen Zahn. Und zwar von Lindt. Diese Hello, my name is Dark Chocolate Cookie. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur diese, ist sie mit so ähnlich wie Oreo-Stückchen drin? Nee, nicht so ähnlich, das sind glaube ich sogar Oreo-Stückchen. Ja, das ist, ne? Die sind aber neu gekommen. Ich habe sie schon bei Edeka gesehen. Die auch? Ja, und dann gibt es welche mit Karamell und Salz. Ja, okay, dann nehme ich lieber die mit dunklen Keks. Wo haben wir den? September 2013, 2,20 Euro für 100 Gramm. Das ist immer, Lindt ist schon echt schweineteuer. Aber sie schmeckt. Ich bin gar nicht so der Lindt-Freund, muss ich sagen. Also, Lindt ist, ja, Heiko zeigt auf die Uhr, aber wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, also, übertreib nicht. Auf jeden Fall, Lindt ist nicht so mein Ding, von daher, bitteschön. Dankeschön. Kannst du mit nach oben nehmen. Okay, ich schätze mal, das könnten die aus der Backbox sein. Also ich denke mal, dass die jetzt hier wahrscheinlich... Moment doch, die stehen drauf. Nee, das ist das Studentenfutter. Das heißt, hier kommt noch Studentenfutter. Nee, das müssten die aus der Backbox sein. Die sind versehentlich nicht mit eingepackt worden und fehlten wohl in ziemlich vielen Backboxen. Und ja, jetzt sind sie da. Ich habe allerdings die Karte von der Backbox nicht mehr, deswegen kann ich euch den Preis nicht sagen. Aber ich schätze mal auch so um die 2 Euro, ja, ne? Ja, das glaube ich. So, dann haben wir, was ist das denn? So saftig garen. Ach, das ist diesmal ein Ofenbeutel. Oh, das ist gut. Ja, das ist was für Heiko. Wir hatten das letzte Mal, hatten wir ja mal dieses Papier. Das war aber auch nicht so schlecht. Nee, aber Ofenbeutel ist besser. Da kannst du mehr reintun. Bleibt saftiger. Bleibt saftiger. Ne? So saftig garen, achso, das gibt es in zwei verschiedenen Varianten, Ländchen und Schweinefilet. Wir haben das Rahmländchen, 99 Cent, gelauncht im Oktober 2013. Oh, das ist ganz neu, das sieht gut aus. Da kommt dann noch Schweinelende dazu, Champignons, Schalotten und Schlagsahne. Und Schalotten. Und dann alles in den Büdel, in den Backofen und... Es macht auch nicht so viel Dreck. Nee, das stimmt. Und der bläst sich dann auf wie so ein riesen Blasebalg und man denkt, oh, hoffentlich bleibt der heil. Das habe ich so die ersten Male gedacht. Ja. Aber geplatzt ist da noch nie einer, ne? Bei uns zumindest nicht. Wollen wir mal ganz schnell auf Holz hauen? Ja,
Nee, ich fand das jetzt irgendwie zweideutig so ein bisschen. Ja, okay, auch. So, dann haben wir als nächstes ein Schoko-Butter-Keks von De Beukeler. Sehen ähnlich aus wie die von Leibniz in dieser gelben Packung, ne? Schön, die sind im Zweierpack immer drin. Ist das ein Zweierpack? Achso, ja, das ist dann viermal zwei frische Pack. Das ist natürlich praktisch für so unterwegs oder so, ne? Wobei. Oder als Snack mit auf Arbeit, als Zweier, so zwei Kekse. Ich sag mal, wenn ich erstmal anfange, ne, dann brauche ich nicht so ein Zweierpack. die sind neu. Verzeihung, mein Nagellack. Also, falls das irgendjemand sieht, den hatte ich auflackiert, als ich ein Video drehen wollte. Das ist jetzt ja 4 Tage her. Und so sieht er dann inzwischen auch aus. Ideal zum Teilen steht da noch hinten drauf. 1,29 Euro, gelauncht im Oktober 2013. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, ne? Oh mein Gott. Ich sag mal, ungesundlastig, aktuell noch. Kann man das so sagen? Na gut, bis auf das Bratenzeug. Die Cranberries gehören ja offiziell nicht dazu. Mhm. Also haben wir jetzt Kekse und Chips. Also und, sehr. Und Schokolade. Ja. Die haben sich gedacht, ich meine, es ist eh Weihnachten, die Leute stopfen sich sowieso voll, dann können wir jetzt auch. Und dann im Frühjahr kommen vielleicht eher wieder so vitaminleichte Sachen, vielleicht mit Salatdressing oder sowas. So. Da ist doch was für dir. Ja. Und jetzt noch was zum Backen. Und zwar Hafercookies. Das finde ich jetzt mal interessant. Das habe ich noch nie gemacht. Nee. Ich kenne nur diese typischen Butter. Wie heißt das? Butter, Butterteig, Butter. Nee, das ist Butterplätzchen. Also mit normalen Mehl. Ja, aber so Hafercookies, Schapfenmühle. Für 50 Cookies kommen da raus. Was? 50 Stück mit Schoki sogar dran. Ne? Was braucht man dafür noch? Ein Ei und 150 Gramm weiche Butter. Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe ja aus der Backbox, haben wir jetzt gerade vorgestern, ne, hatte ich auf Instagram gepostet, diese Mini... War das vorgestern oder war das gestern? Nee, es war gestern. Diese Mini-Muffins von Milka gemacht. Geschmacklich sind die völlig okay, bloß ist natürlich auch, die sind echt winzig, ne? Und preislich waren die, glaube ich, relativ teuer, von daher... Würde ich sie mir, glaube ich, nicht nachkaufen, weil die eben sehr winzig waren. Ein Herbst und weg sind sie. Ja. Die kosten 1,69 Euro. Das geht. Ich glaube, die anderen waren fast doppelt so teuer, diese Muffins. Ne? Ja. Und die sind gelauncht im Juni 2013. Habe ich mal nirgendwo gesehen bisher. Nee, kenne ich auch nicht. Vielleicht ist Schapfenmühle klingt eher so nach Reformhaus. Das kann sein. Vielleicht, ich weiß nicht, ist vielleicht Einbildung, aber ich sehe das jetzt weniger in so einem Edeka oder sowas. Ja. So. Was aber ja nicht schlecht sein muss. So, dann haben wir das besagte Studentenfutter. Schokostudentenfutter. Oh, das ist gut. Jedenfalls auch von Clut, da wo auch die Cranberries aus der letzten Box her waren. 2,29 Euro, gelauncht im Oktober 2013. Mit Mandeln, Cashewkernen und die süßen Beeren verleihen dem Snack zusätzlich eine frisch-fruchtige Note. Flog da gerade was oder sehe ich mal irgendeinen Schatten? Du siehst einen Schatten. Ich habe einen Schatten. Kein Kommentar. Okay. Krüger, Cappuccino. Wir sind beide keine Kaffeetrinker, muss ich dazu sagen. Aber meine Mutter trinkt Kaffee und mein Vater auch. Die haben allerdings eine Tassimo. Aber ich sag mal so für zwischendurch, ne, wird sie bestimmt auch brauchen. Ja. Vor allem Cappuccino. Sie trinkt gerne Cappuccino. Ja. Ja. Das kommt also auf deine Mutter ein bisschen. Und das ist doch einfach nur mit heißem Wasser, ne? Und dann löst sich das auf. Zubereitung. Kaffeelöffel in eine Tasse mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser aufgießen, umrühren, fertig. Ja, genau. Ja. Ich mag aber Kaffee sehr gerne riechen. Also ich mag das echt extrem gerne. Die Kaffeebohnen, wenn sie frisch gemahlen sind zum Beispiel. Also es riecht wirklich schön. Also ich fände es schön, wenn wir morgens, ich finde das auch sehr beruhigend, wenn morgens so eine gluckernde Kaffeemaschine irgendwo steht und die schnorcheln noch immer, so diese alten Kaffeemaschinen, wer die noch hat, die haben wir auf Arbeit stehen. Und ich finde, das klingt immer sehr schön und es riecht sehr schön, aber wir haben einfach keine, weil wir es nicht trinken. Wäre unlogisch, dann einen Kaffee durchlaufen zu lassen, ne? 2,99 Euro, gelauncht im November 2013.
Die neue Genussklasse aus dem Hause Krüger ist der Höhenflug für die Sinne garantiert. Verleiht meiner Mama Flügel vielleicht. Ich wollte gerade sagen, kann sie auch mal unsere Tanne hier schmücken. Ja. Ne? Aber auch andere Baustelle. So, und dann haben wir noch Maya Mate. Ist das Tee? Mate-Tee. Mate-Tee. Kenne ich auch noch nicht. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Obwohl das im Juli 2013 gelauncht ist, 79 Cent. Ein Erfrischungsgetränk, koffeinhaltig, mit einer besonderen brasilianischen Note. Oh, das ist schön kalt. Dabei rauchig und herb. Das hat Kohlensäure. Tee und Kohlensäure? Da müsste noch was drin sein, wenn ich mich... Wie, noch was? Was willst du nur noch hier drin haben? Das ist nix. Das war das Letzte. Zusatzprodukt für die glücklichen Gewinner. Zeig mal. Was für glückliche Gewinner? Ich weiß es nicht, steht da. Es wurden 2000 Abonnenten ausgelost, da haben wir aber gar nicht mitgemacht. Ach so. Also 2000 Leute haben auch noch so ein Crodino, was ist das? Ein alkoholfreier Aperitif mit Orangen und Kräutern. Ja, den haben wir nicht, weil da haben wir gar nicht teilgenommen. Ne, habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber wir machen mal den Mate-Tee auf. Mate-Tee. Mate-Tee beruhigt. Ich rieche nichts. Meine Nase ist wieder verstopft. Ich rieche nichts. Die ist aber auch irgendwie nie wirklich frei. Die ist immer verstopft. Ja, so eine Mischung zwischen Malzbier und Bier. Zwischen Malzbier und Bier. Zwischen Malzbier und Tee, finde ich. Mhm. Kann das sein? Sie hat was gerochen. Gewöhnungsbedürftig, aber ich würde jetzt nicht sagen schlecht. Zitter ich so. Zitter ich? Ich mach. Und Heiko. Und? Naja, also ich finde, es ist aber. Nein. Was ist da was drin? Nein, ist nichts drin. Aber man merkt die Teenote. Ja, also. Könnte für mich fast noch ein Tick süßer sein. Für mich. Jetzt. Ich stehe auf süß. Aber ansonsten, ja, eine sehr kalorienhaltige Box diesmal, würde ich das beschreiben. So ein bisschen, ne? Ja. Aufgeweckte. Ich meine, wenn ich mir so voll geproppt habe, dann bleibe ich eher liegen. Nee, nicht aufgeweckt. Obwohl hier steht, warte, der Ideenreichtum des Inhalts reicht von Innovationen zum Backen und Garen bis zur Neuerfindung des Schokobutterkekses. Die aufgeweckten Kreationen sollen nicht nur dir beim Aufstehen helfen, sondern können auch als Lockmittel für die Liebsten eingesetzt werden, die sich gern im Bett verstecken. Achso, so rum. So rum haben die gedacht. Okay. Okay. Ist aber wieder eine schöne Box. Ja, aber sonst wieder schön. Wir haben jetzt auch, Heiko hat immer seinen Eltern so vorgeschwärmt und seine Schwester hört dann meistens mit. Und ja, jetzt musste ich gestern, ja, habe ich kein Zeitgefühl, gestern habe ich für sie ein 12-Monats-Abo abgeschlossen. Und sie kriegt ihre erste Box jetzt dann aber Ende Dezember. War sie ein bisschen enttäuscht, dass nicht schon die November-Box dabei war, aber ja, sie muss sich jetzt noch einen ganzen Monat gedulden. Ja, wie wir alle jetzt wieder, auf jeden Fall wieder eine schöne Box, Brand News. Und ja, hast du noch was zu sagen? Nee. Nein. Noch? Noch? Ja, gleich zum Verabschieden. Dann habe ich noch was zu sagen. Okay. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich versuche nicht wieder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt, wie viele Tage zwischen dem letzten und dem jetzigen Video waren. Auf jeden Fall versuche ich ein bisschen schneller zu sein dieses Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Brand News Video. Ja. Tschüss. Cool nicht an deinen Fingernägel. Guck mal, wie die aussehen. No. Ein paar weniger Videos kommen oder auch gar keine. Auf jeden Fall ist die Brand News Box gekommen. Und ich bin auch gekommen. Nein, ich bin hier, meine ich. Oh, Scheiße. Heiko. Du sollst sagen, ich bin auch da oder sowas.